Willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Legends TOP Guide Video. Die letzte Season, Season 49, war eine reine Katastrophe. 68,6 Millionen Punkte sind einfach gar nicht mal gut. Und ich habe eigentlich ein gutes Team genommen. Gegnerisch Universum, hauptsächlich aus Girls bestehend. Und ich bin dennoch frühzeitig abgekackt, wegen RNG. Aber schwamm drüber, ich habe hier 100 CC bekommen. Platzierung letztendlich ist... Ich habe gar nichts. Ist mir noch nie passiert, aber okay. Bei Season 50 sind wir schon angelangt und wir gucken jetzt mal entsprechend, was für einen Pfad wir diesmal verfolgen können. Dies wäre einmal der Pfad für das 50. Turnier der Kraft. Ihr habt richtig gehört, 50. Da sind wir schon angelangt. So viele haben wir schon, beziehungsweise fast, denn das liegt jetzt noch vor uns. Das ist der Pfad, den ich entsprechend dafür bereitstelle für euch. Könnt ihr gerne nutzen, wenn ihr mögt oder auch nicht. Guckt mal, wie ihr durchkommt. Dann müsst ihr natürlich entsprechend, wenn ihr nicht so gut durchkommt, ein bisschen abweichen, aber das sollte eigentlich ein ganz guter Pfad sein. Lasst euch inspirieren davon und kommt hoffentlich bis zum Ende durch, um eure 1000 CC einzusacken, beziehungsweise 1300, wenn man die letzte Stage mit einberechnet, da gibt es nämlich 300 CC. Wenn ihr den Kampf hier starten solltet, auf dem ersten Feld, wo Ultra Vegeto dabei ist, die Androids und zwei andere LF-Charaktere, würde ich auf jeden Fall nochmal überlegen an eurer Stelle, ob ihr das betreten möchtet, denn Vegeto solltet ihr eigentlich zuletzt angreifen aufgrund seines Kits, aber man will eigentlich auch Uigoku als letztes angreifen und es wird ein bisschen kritisch und die Androids und die LF-Boys, hier die Blue-Boys meine ich, die wollt ihr natürlich als erstes mit angreifen. LF-Charaktere machen immer mehr Schaden als normale Sparking-Charaktere und ich würde euch komplett abraten, von diesem Feld die Season 50 hier drauf zu beginnen. Auch ein sehr kritisches Feld, aber hier wirklich auch, wenn es ein LF-Charakter ist und LF-Charaktere machen, wie gesagt, viel Schaden, Uigoku zum Schluss machen, aufgrund seiner Dodge-Mechanik Wolke keinen Angriff verschwenden und hier die dreifachen Gokus da auf jeden Fall auch aufpassen bei dem allerersten, der rauskam, der hat einen Konter gegen Fernangriff und auch Son Gohan. Deswegen da bei diesem Feld, wenn ihr drauf kommen solltet oder drauf kommen wollt, müsst, was auch immer, auf jeden Fall keinen Fernangriff mitnehmen. Schlagangriff ist da der Key und ich hoffe für euch, dass ihr da gut durchkommt. LF-Charaktere als erstes anvisieren, außer Uigoku, dann die anderen beiden und dann seid ihr eigentlich good to go. Dieses Feld ist gefühlt jedes Mal dabei. Hier gibt es kaum Besonderheiten. Ich würde an eurer Stelle Baby zuletzt angreifen. Achtet darauf, dass C17 hier nicht wie der Grüne eine Absorb-Funktion hat, was Fernangriffe angeht. Der kastiert die auch. Aber hier würde ich auf jeden Fall auf den Goku aufpassen. Er hat eine garantierte blaue. Ihn auf jeden Fall so früh wie möglich aus dem Game nehmen, als auch hier Wildo. Und dann würde ich am besten Super Baby als letztes angreifen. Es mag nicht sehr gefährlich aussehen, aber hier einfach nochmal als Hinweis für euch, macht am besten das wie folgt, dass ihr den Ginyu als erstes aus dem Spiel nehmt. Aufgrund seiner Mechanik wäre das auf jeden Fall von Vorteil. Dann wäre es vielleicht sinnig, die Androids rauszunehmen, also nicht dem Android 13, sondern die anderen beiden 14 und 15, da die gute Debuffs verteilen, also für die gut, für euch nicht. Und dann geht ihr auf Rikum und Bata und dann zuletzt auf 13. Dann solltet ihr auch bei diesem Feld keine Probleme haben. Es kann je nachdem Probleme dafür sorgen, gerade weil es ein 5-Fäuste-Feld ist, aber in der Reihenfolge sollt ihr eigentlich wirklich good to go sein. Ich denke mal, das ist das geringere Übel von den 5-Fäuste-Feldern hier bei diesem und was in dieser Reihe zu finden ist und hier wirklich darauf achten. Bardock und Freezer haben einen Deckungswechsel oder besser gesagt in diesem Event ist es ja ein Konter gegen Schlag und auch Fernangriffe, deswegen würde ich die beiden auf jeden Fall erst raushauen, erst Freezer, dann Bardock und dann würde ich auf Broly, Raditz und dann die anderen beiden gehen, damit ihr dann hier auch gut durchkommt. Dieses Feld habe ich in der Vergangenheit schon mal bekämpft. Diese Konstellation ist recht interessant. Hier müsst ihr aufpassen, Dispo-Charaktere haben wirklich eine hohe Ki-Regeneration, deswegen greifen die als erstes an. Und auch die Charaktere an sich, hier Topo und auch Jiren, sind recht tanky. Deswegen achtet darauf, wenn ihr darauf kommt, nicht unbedingt Dispos direkt anzuvisieren. Die könnt ihr, glaube ich, nicht outmatchen, was die Geschwindigkeit angeht. Auf jeden Fall auf Jiren, auf LF Jiren zuerst gehen und dann vielleicht auf Dispo oder halt auf Topo so in der abwechselnden Reihenfolge und zuletzt auf den grünen Jiren. Das sollte eigentlich ganz okay sein, aber dennoch vielleicht vermeidet dieses Feld, wenn ihr könnt. Ein Feld mit einer Konstellation, wie sie schon öfter vorkam. Dennoch sage ich, LF cooler als erstes, dann Tapion. Tapion, weil er eure Leiste für die blaue Karte reduziert bei einem Charakter. Dann könnt ihr jeden anderen auswählen, der rechts neben Tapion sich befindet oder darüber. Goku würde ich nämlich als allerletztes angreifen, da er verdammt tanky für einen Extreme-Charakter ist. Als Boss-Stage würde ich euch tatsächlich dieses Girls-Team hier empfehlen, da alle anderen 5-Fäuste-Felder, wo ihr gute Punkte bekommen könnt,
verdammt nochmal nur LF-Charaktere gefühlt hat. Und deswegen einmal hier drauf, ihr habt gute Boni auf den Feldern und auch hier sollte es einfach sein, indem ihr einfach die Androids, die zwei hier, C17, C18 als erstes anvisiert. Dann geht ihr vielleicht auf die 1000-Tage-Bulma oder vielleicht auf Yurin, je nachdem. C18 ist kein Senkai-Charakter in diesem Fall, deswegen ist es auch irrelevant, ob ihr sie zuerst angreift oder eher zum Schluss. Die kassiert viel Schaden und teilt nicht so viel aus. Und dann würde ich vielleicht zuletzt auf C21 gehen. Könnt ihr für euch selber entscheiden, aber ich würde auf jeden Fall die Godroids als allererstes rauswerfen und dann 1000 Tage Bulma wegen ihres Deckungswechsels. Fangen wir doch mal mit dem ersten neuen Charakter an. Das ist Super Saiyajin Trunks Erwachsen. Ihn schrauben wir mal auf 7 Sterne rot hoch und gucken uns mal seine Stats in dem Turnier der Kraftmodus an. Er hat recht geringe Ki-Reaktion, ansonsten ist der Angriff und Verteidigung recht mit, würde ich mal sagen. Jetzt nichts Besonderes, er hat auf jeden Fall extrem Schaden, den er verursacht mit seiner blauen und Ulti. Und dann die erste besondere, beziehungsweise seine erste Fähigkeit, das Licht der Hoffnung, das die Zukunft zurückbringt. Bei Kampfbeginn, selbst zugefügter Schaden 70% ab, zugefügter Schaden 15% ab für 2 Züge, also okay, zweimal. Okay. Erlittener Schaden 20% down, Ki-Reaktionsgeschwindigkeit 20% ab, wichtig und auch richtig für dafür, dass er wenig Ki-Reaktion von Haus aus hat. Zum Beginn bei göttliches Ki im gegnerischen Team, kommt selten vor, vielleicht Goku Black, Rosé. Zugefügter Schaden 10% ab für Einzug, Spezialangriffsleiste 40 um 5%. Bei Schlagangriffstreffer Gegner 25%ige Chance auf Schlagangriff als Folgeangriff. Kennen wir von einem der Sire-Männer, heißt man kann eventuell da nochmal einen, nach einem Schlagangriff einen weiteren dranhängen. Die Chance liegt bei 25%. Loderndes Herz der Rache. Hat einen Deckungswechsel, mit 30% Lebensenergie verbleiben beim Verbündeten, vor oder hinter ihm. Bei Beginn von Zug 1, Superaktion wird ausgelöst, Spezialangriffsschaden steigert sich. Finale Angriffsschaden steigert sich, Spezialangriffsreste 25% ab, okay. Bei Auslösung eines Spezialangriffs erlittener Schaden 15% ab. Bei Auslösung einer finalen dasselbe, okay. Fähigkeit, seine Sie-Fähigkeit, bufft Schlagfernangriff von Zukunft oder Vegeta-Klang oder Halb-Saiyajin. Es ist okay, er ist vernünftig, er ist, denke ich mal, ganz solide für das Event. Wenn ihr ihn auf hohe Sterne habt, könnt ihr ihn auf jeden Fall mitnehmen. Mal schauen, ob Cell da etwas besonderer ist. Ihn schrauben wir natürlich auch einmal hoch auf 7 Sterne rot und gucken uns diesen jungen Mann mal im TOP-Modus an. Seine Ki-Reaktion ist identisch mit Trunks, würde ich meinen. Vor und nach der Verwandlung, okay, nach der Verwandlung sieht schon viel, viel besser aus. Die Stats allein gegen die Verteidigung hoch und die Ki-Reaktion geht auch nochmal sehr viel höher. Gucken wir aber trotzdem mal an, was er drauf hat. Extremschaden macht er immer und beharrlich bis zur perfekten Form ist die erste Fähigkeit. Zu Kampfbeginn, zugefügter Schaden 60% ab, erlittener Schaden 25% down, Staatsverstärkungseffekt einmal immun gegen Attributsabzüge, Staatsverstärkungseffekt, erlittener Schaden wird um 10% regeneriert. Maximal 10% eigene Lebensenergie, okay. Okay, bei Beginn von Zug 1 bei Cyborg im gegnerischen Team selbst zugefügter Schaden 15% ab. Also ihr wollt auf jeden Fall auf dieses Bossfeld mit den Androids gehen, bei dem hier, wenn ihr ihn mitnimmt und auf hohe Sterne habt, denke ich mal, ist er ganz gut. Bei Ende von Zug 2 Verwandlung selbst zugefügter Schaden 25% ab, 15 down, Ki-Reaktion um 50% geht nach oben und die Spezialangriffsleiste um 20 auch. Also der Boy ist gut, der ist wirklich gut. Bei Beginn von Zug 3 bei Saiyajin im gegnerischen Team, Spezialangriffsleiste, okay, nochmal um 10% hoch. Also die Abzug 3 könnt ihr irgendwann mal schnell mal die blaue einsetzen. Auch ein Deckungswechsel wie Trunks bei 30% Lebensenergie, die verbleibend sind beim Verbündeten, neben ihm oder vor ihm, wird das in Kraft gesetzt und bei Zugbeginn gemäß an Anzahl an Gegnern bei 6 20% Schaden ab für einen Zug, bei 5 25 mal 4 30 jeweils für einen Zug. Er wird also immer stärker, je mehr Gegner ihr besiegt und die Sie-Fähigkeit, Basisschlagangriff, Basisfernverteidigung von Zukunft oder Erneuerung oder Cyborg 35% ab und Basisfernangriff von mächtiger Feind 18% ab. Der Boy gefällt mir, der ist solide und denke ich mal ein bisschen besser auch auf jeden Fall als Trunks wegen seinen Seals, wegen seiner blauen, die er schnell kriegt und halt wegen ja, der Ki-Reaktion. Guckt euch das an. Plus halt das in seiner Verwandlung halt nochmal, ne? Also es ist schon krass. Wenn ihr ihn auf hohe Sterne habt, auf jeden Fall mitnehmen. Trunks und Mai, unser neuer Senkai-Charakter. Habe ich noch gar nicht auf 7 Sterne rot gebracht, muss ich noch machen. Aber ich lasse mir noch Zeit, weil der Charakter interessiert mich eher gar nicht. Wenig bis gar nicht. Und er hat eine recht gute, solide Ki-Reaktion von 2457. Gute Verteidigungsstats, okay, Angriff für einen Senkai-Char. Enormer extremer Schaden. Mal gucken, ob man den
Charakter gebrauchen kann im TOP. Zugefügter Schaden 55% ab, erlittener Schaden 15% down, bei Zugbeginn verbündet in Reichweite neben ihm oder hinter ihm 10% Schaden ab für einen Zug, bei Zugbeginn, wenn mindestens 4 verbündete Zukunft oder Vegeta-Clan im Team, dann selbst 10% Schlag- und Fernangriffsschaden ab. Okay, intensive Verbindung, wieder Felder neben ihm und hinter ihm markiert. Superaktion regeneriert 5% Lebensenergie. Spezialangriffsschaden 25% ab, Finale auch und Spezialangriffsleiste füllt sich um 30 bei Zugbeginn von Zug 2. Verbündeten Reichweite 20%, das geht dann bis zum Ende des Kampfes. Er bufft Vegeta, Clan und Zukunft, Schlag- und Fernverteidigung und bufft Rot-Zukunftscharaktere. Ich würde sagen, solide. Nehmt ihn mit, ist ein guter Buffer, ist ein guter Supporter für das Team und kann gut austeilen, da er schnell hier auf seine Blaue kommen kann durch seine Fähigkeit intensive Bindung und er heilt sich um 5%. Eine Heilung nehmen wir immer mit. Also Daumen hoch. Extreme-Charakter, erste Form Cell, hat seinen Zenkai bekommen und ihn gucken wir uns mal auf 7 Sterne Rot und Zenkai 7 an. Im Turnier der Kraftmodus sehen seine Stats wie... Oh mein Gott. Er hat gefühlt keine Ki-Regeneration und wird definitiv immer als letzter angreifen. Unter 2000, ist einfach nur schlecht. Seine Stats sind auch nicht sehr gut. Ist ein Extreme-Charakter, aber er hat einen Zenkai bekommen. Die sollten schon ein bisschen höher sein. Gut, er ist ein Unterstützungstyp, davon mal abgesehen. Enormer Schaden, Energie der biologischen Essenz. Was hat er nochmal drauf? Er kriegt sofort 30% Schadensbuff, wenn Ziel Erneuerung ist, zugefügter Schaden. Und Damage Reduction 40 ab und 15 down für einen Zug. Bei Beginn von Zug 3, verbündete Cyborg regeneriert 3% Lebensenergie, hebt Staatseffekt auf. Okay, er heilt sich zumindest, er heilt. Aber erst bei Zug 3. Ist nicht so gut, er braucht eigentlich Ki. Aber was er uns gibt, ist für das gesamte Feld von uns, abhängig gemäß an Anzahl der Gegner, Zug der Schaden von verbündeten Cyborgs 15% ab und eigener Schaden 10% ab für einen Zug. Bei 5 Zug der Schaden von Cyborgs 10% ab, also es geht runter, der eigene geht aber dafür hoch um 10, okay, sind wir auf 20. Und bei 4 oder weniger ist der Zug der Schaden der eigene 40% ab für einen Zug. Er bufft sich selber nochmal, was den Schaden angeht und seine Verbündeten bei 5 oder mehr Gegnern. Ich weiß nicht, seine Sie-Fähigkeit ist das einzig wirklich Gute an ihm, denn er bufft die Lebensenergie von Cyborgs um 18% und seine Senkerfähigkeit beeinflusst gelbe Cyborgs, Fernangriff als auch Schlagverteidigung wird dann nochmal gebufft, aber ich bin hin und her gerissen. Von mit bis schlecht, ich kann ihn nicht ganz einschätzen, irgendwo da bewegt er sich. Man kann ihn auf jeden Fall mitnehmen, großes Plus ist halt, wie gesagt, seine Sie-Fähigkeit, dass er Lebensenergie bufft, aber ansonsten weiß ich nicht. Der Charakter ist wirklich mit bis schlecht. That's it. Man kann schon fast vom Glück reden, dass ich ein bisschen abgewartet habe, weil ich gucken wollte, wie die Teams performen. Aber der April-Scherz-Charakter dieses Jahr ist ja einmal Pui Pui. Und er ist gar nicht mal so schlecht. Wir gucken ihn mal auf 7 Sterne Rot an und im Turnier der Kraftmodus. Er hat 2441 Ki-Regeneration, ist ganz gut. Er hat ganz solide Stats für einen Free-to-Play-Charakter. Enormer Schaden und seine Fähigkeiten Krieger der ersten Etage. Das ganze Board, ich habe es mir noch nicht angeguckt, Kampfbeginn, wenn verbündete Episode Margin Buu, Saga oder Event limitiert im Team, außer diesem Charakter eigener zugefügter Schaden 60% ab, 20 Damage Reduction, eigene Ki-Regeneration nochmal um 80 nach oben für einen Zug und zugefügter Schaden von Verbündeten, das ist hier in diesem Feld, Margin Buu oder Event limitiert 20% ab für zwei Züge, das ist viel. Bei Auslösung einer Spezialangriffs gemäß Anzahl an Gegnern, hat der nochmal einen erhöhten Damage-Buff für den Spezialangriff, wenn weniger Gegner verfügbar sind oder auf dem Board sind, dann fällt der Damage-Buff ein bisschen höher aus. Bei Ende von Zug 2 eigene Lebensenergie 70% oder weniger, Superaktion wird ausgelöst und bei Auslösung einer Superaktion wird die Spezialangriffsleistung 100% gefüllt. Heißt, wenn er irgendwann mal 70% oder weniger hat, und das kann schnell mal sein, dass er über längere Zeit diese Prozentzahl hat, dann garantiert bei Ende von Zug 2 blaue Karte. Gar nicht bad. Auch nochmal hier, hat der einen Rescue und Deckungswechsel? Hat er normal, glaube ich, gar nicht. Er hat einen Deckungswechsel, 30% Lebens oder weniger. Bei Schlagfern- oder Spezialangriffstreffer, Ki-Reaktionsgeschwindigkeit 15% ab oder ein Gegner-Attributsabzug, Ki-Reaktionsgeschwindigkeit 40 down für einen Zug. Okay, nehmen wir mit. Aber der Deckungswechsel gilt nur für Schlagangriff, okay. Und seine Sie-Fähigkeit, Basis-Lebensenergie von Event limitiert oder Majin Buu, Saga 20%.
mitnehmen. Wenn ihr ihn mitnimmt in einem Majin Buu Saga Team, auf jeden Fall, oder Event limitiert, wenn ihr das spielen könnt irgendwann, dann nehmt ihn mit. Der Charakter ist echt gut. Von den Mädels werden wir mal diese Season absehen und uns auf andere Teams konzentrieren. Und zwar unter anderem auf das Movie-Saga-Team. Diese stehen nämlich ganz oben auf der Rangliste. Und ich habe hier mal mein eigenes Movie-Saga-Team zusammengestellt. Ihr seht, welches hier Platz 1 verwendet. Ich habe ein paar Charaktere rausgepickt. Allerdings benutze ich nicht komplett dieselben. Aber wir haben ein ähnliches Team. Und zwar, wir haben einmal Salzer. Und er hat auf jeden Fall nochmal einen guten Vorteil gegenüber, wenn er cooler Verbündete hat. Und dafür haben wir zwei Stück im Team. Er hat einmal in Reichweite den Schlagschaden, bufft er von cooler Charakteren. Und er hat dann nochmal hier entsprechend andere Buffs, die er sich vergibt. Wir haben diesen Cooler einmal mit dabei. Wir haben diesen Extreme Cooler dabei, der nochmal extra, wenn er gegen Saiyajins kämpft, seine blaue Leiste füllt, wenn er von diesen angegriffen wird. Und er hat entsprechend nochmal eine hohe Ki-Reaktion, 120 on top zu den 2482, die er standardmäßig hat. Und wir haben diesen Transforming Cooler. Den hat auch Platz 1. Und der Transforming Cooler hat auch die Besonderheit, dass er nicht nur seine Stats erhöht und Damage Reduction und Damage Buff kriegt hier bei seiner ersten Fähigkeit bei Ende von Zug 2 mit seiner Verwandlung, sondern er hat auch hier bei nach allein eines Angriffs verbündete böse Abstammung oder Episode Kinoversion Saga zugefügter Schaden 20% ab für einen Zug. Sehr gut. Wir können hier an der Stelle anstatt Tapion auch noch jemand anderen mitnehmen, zum Beispiel hier den gelben Brody, wenn wir nicht die blaue Leiste des Gegners verringern wollen und debuffen wollen, können wir ihn auch mitnehmen. Wir haben aber auch hier nicht nur Pycon aufgrund seiner garantierten blauen Karte und wir haben natürlich auch Tals mit dabei, der rote Extreme Tals. Aber ich habe hier zum Beispiel Bojack, den gelben, nicht mitgenommen und dafür auch nicht hier den Sacher. Heißt, ich habe die zwei ersetzt mit den beiden Bojacks. Einmal der lilane, der auch hier in seiner zweiten Fähigkeit hier ab Beginn von Zug 2 seine blaue hat und wir haben einmal hier den Bojack, der seine Erweckungsfähigkeit raushaut bei, jetzt muss ich hier gucken, welche Fähigkeit ist, auch bei Beginn von Zug 2. Also beide Beginn von Zug 2 hauen ihre blaue raus, eine Erweckung, eine normale blaue und dann können wir da auch nochmal seine Gegner gut runterhauen. Zusammen mit Pycon zusammen eine super Kombi. Man kann aber auch sagen, ich gehe jetzt hier von diesem S-Tier weg, weil es sind alle in dem S- und Z-Tier und gehe jetzt A-Tier. Ihr könnt hier aus welche nehmen. Ihr könnt aber auch sagen, hier aus dem B-Tier, da habe ich nämlich den roten Bojack draus, nehme ich wen anderen, den anderen Tapion, hier den Gamma 2 oder hier Goku, Birdku. Da könnt ihr euch einige rausnehmen oder sogar aus dem C-Tier die Ultra-Charaktere. Eine sehr gute Wahl. Oder hier Biscohan, wenn ihr ein, zwei davon nehmen mögt, könnt ihr das Team gut zusammenbauen. Also das ist echt krass, wie gut das Team auf jeden Fall funktionieren wird. Und ich garantiere euch, auch wenn ihr jetzt nicht nur Z-Charaktere nimmt, das Team wird einfach nur einschlagen wie eine Bombe. Wie ich mit den Superkämpfern nicht klarkomme, kommen einige bestimmt auch nicht mit dem Ginyu-Team klar. Aber wir haben hier ein Ginyu-Freezer-Armee-Team. Und das Gute bei diesem ist, wir haben jetzt einmal diesen Ginyu, den Sparking, der Lebensenergie-Buff und Schlagangriff für Freezer-Armee. Und wir haben einmal Guldo, der ebenfalls Lebensenergie bufft. Heißt, und Lebensenergie ist generell etwas höher als bei anderen Teams, da wir zwei Energiebuffer haben. Und wir haben auch einmal hier nicht nur Ginyu-Teammitglieder, sondern auch den Freezer, den Pot-Freezer, der hier einmal entsprechend den Fernangriff bufft. Und auch hier diese Fähigkeit nochmal, das schlimmste Manöver, wo auch nochmal den Staatseffekt einmal immun macht gegen Attributsabzüge und einmal gegen Staatseffekte für die Charaktere, die neben ihm liegen. Eine sehr gute Kombi. Man muss halt aufpassen, wie man den spielt. Die können sehr gut funktionieren, weil die sehr gut miteinander synergieren, da die aufeinander abgestimmt sind, sag ich mal, und die befinden sich, sehr großer Vorteil, alle im Z-Tier. Ihr könnt natürlich auch ins andere Tier reindippen, wenn ihr da andere nehmen wollt, aber ich zum Beispiel hier diesen Extreme Freezer, der das ganze Board-Buff, wo ist sie hier, Zug für Schaden 20% ab, für alle, egal welche Kategorie, und das ist schon mal sehr gut. Ihr könnt wählen, was ihr wollt, die Synergie in diesem Team ist einfach nur hervorragend, wenn ihr sie auf hohe Sterne habt, könnt ihr die auf jeden Fall mitnehmen. Das GT-Team ist hauptsächlich auch aus Z-Tier-Charakteren gebaut, aber wir haben hier leider einmal ins S-Tier reingehen müssen, aber ist jetzt nicht so schlimm. Einmal nur, ich weiß jetzt nicht, was mit dem Extreme Shenlong ist, dem blauen, dem neueren. Ich habe nämlich ersatzhalber einmal Baby Vegeta mitgenommen, falls ihr den nicht habt. Er hat einmal einen Heal für sich selber, bufft sich selber und hat mal für Verbündete einen 20%igen Damage Buff. Könnt ihr also als Ersatz mitnehmen, zum Beispiel. Wir haben aber auch hier
diesen Goku, Zenkai Goku, welcher sehr schnell auf eine blaue Karte kommen kann. Wir haben den anderen Goku, Extreme Goku, der einen Vorteil hat, dass er ein Lebensenergie-Buffer ist für GT-Charaktere. Sehr gutes Team. Besser gesagt, interessantes Team. Gut, weiß ich nicht. Ich vermute mal, es performt etwas schlechter als die anderen. Dennoch ist der Typ hier, oder die Person besser gesagt, auf Platz 2. Wir haben hier den neuen Uub. Den haben vielleicht auch nicht so viele. Er hat ein ganz stabiles Kit, würde ich mal sagen, was seine Fähigkeiten angeht. Er heilt sich und kriegt Damage Reduction und Buff und so weiter. Und Nachteil ist halt, man muss ihn erstmal haben auf hohe Sterne. Ansonsten haben wir hier andere Charaktere, die schon ein bisschen älter sind. Wenn ihr auf GT euch fokussieren wollt, könnt ihr es gerne versuchen. Die Chancen stehen dieses Season sehr gut, dass die gut performen, aber ich würde jetzt eher vielleicht zu dem Kinoversion-Saga tendieren. Das Cyborg-Team ist mit am durchwachsensten von all den Teams, die ich bisher gezeigt habe. Wir haben die Movie-Cyborgs, wir haben auch nochmal hier GT Super C17, welcher nochmal zu Beginn selbst einen Crit-Rate erhöht und nochmal sein Leben regeneriert, maximal 10% der eigenen Lebensenergie bei Kampfbeginn. Ist ein Statusverstärkungseffekt. Aber wir haben auch hier zum Beispiel den neuen Cell. Er ist ein Lebensenergiebuffer, also nicht den neuen Cell, sondern den neuen Zenkai Cell, den Extreme Cell. Er ist ein Lebensenergiebuffer für Cyborgs. Und ansonsten war es das tatsächlich. Abgesehen von den Movie-Charakteren und den anderen beiden, sind das alle Set-Charaktere, die wir hier mitnehmen könnten auch. Wir haben hier einmal den Rescue C16. Ich habe nicht die Extreme aus dem Turnier der Kraft C18. Dafür habe ich zum Beispiel auch hier diesen Cell mitgenommen, der Debuffs an die Gegner verteilt. Ihn könnt ihr mitnehmen. Ihr könnt auch einen anderen Charakter mitnehmen, zum Beispiel auch diesen Extreme Zenkai C17, welcher auch ganz gut eigentlich performt. Ihn könnt ihr mitnehmen und auch aus dem Art hier habe ich zum Beispiel C oder Super 13 mitgenommen. Hier könnt ihr auch eine C18 mitnehmen. Eine Healerin oder hier die Extreme grüne C18. Gar kein Problem. Könnt ihr machen. Ich bin allerdings ins B-Tier gegangen und habe hier einmal, wie auf hier Schwan, Platz 88, habe ich einmal Gamma 2 mitgenommen. Er ist ein Healer. Er hat hier einen Buff für seine Verbündeten, für die Felder, die ihr seht, und hat einen Heal von Höhe von 2%. Nehmt ihr auf jeden Fall mit. Er kriegt schnell eine blaue Karte. Ihr könnt aber auch hier eine C18 nehmen. Ihr könnt auch hier eine C21 nehmen. Gar kein Problem. Oder sogar einmalig hier das Gott-Duo, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt jetzt nicht hier diesen nehmen, diesen den Movie-Charakter, so, oder hier diesen anderen Cell, dann könnt ihr hier entsprechend einmal auch diese Rau nehmen oder auch hier zwei Stück. Denke ich mal, ist nicht das Problem. Hauptsache, ihr kommt durch, ihr besiegt alle, kriegt viele Punkte, so viel wie möglich, besser gesagt. Darauf kommt es an und sterbt nicht rechtzeitig oder frühzeitig. Dann könnt ihr auch natürlich zwei C-Tier-Charaktere mitnehmen. Es ist mit am durchwachsensten das Team, was das Tier angeht tatsächlich. Aber ich denke mal, es performt vielleicht noch ein bisschen besser als das Ginyu-Team, habe ich das Gefühl. Oder ich würde auf jeden Fall besser klarkommen. Aber nichtsdestotrotz ist das Team auf jeden Fall auch noch eine gute Wahl für dieses Season. Und das war mein Guide für das 50. Turnier der Kraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Ich hoffe, für mich wird es auch hilfreich sein, damit ich besser performen kann und ihr sowieso, damit ich dann auch in Zukunft wieder die 1000 CC einheimsen kann. Ich hatte einfach nur Pech mit RNG und all dem. Es war einfach nur zum Kotzen. Aber nicht hinterher trauen, in die Zukunft gucken und dann wird es auch schon wieder besser. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst gerne auch ein Abo da und dann sehen und hören wir uns das nächste Mal wieder. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao.